Florian Silbereisens hat Beatrice Egli nach langer Trennung zum Essen in ein Restaurant eingeladen. Nach einer langen Zeit der Trennung hat sich das Paar offiziell wieder vereinigt und zeigten den Fans weiterhin herzliche Zuneigung. Gerade den Quarantäneplan beendet, weil Beatrice Egli positiv auf Corona war. Florian Silbereisens ging schnell zu ihm nach Hause, um seine Freundin zum Abendessen in ein Luxusrestaurant einzuladen. Er wollte sich um Beatrice Egli kümmern, weil sie während der Quarantäne krank war und nicht essen konnte. Beatrice Egli sah klasse aus. Vielleicht nimmt sie nach der jüngsten Corona-Infektion ab. Noch ganz frisch ist Beatrice Egli neben ihrem Partner Florian Silbereisens. Heute Nachmittag fuhr Florian Silbereisens vor die Eingangstür des Krankenhauses, um Beatrice Egli zu einem Restaurant abzuholen, das er reserviert hatte. Heute deckte er das gesamte Restaurant ab, um Beatrice Egli den Privatstellenraum zu geben. Beatrice Egli war von dem Essen in diesem Restaurant sehr berührt. Die beiden hatten ein sehr herzliches Date zusammen. Das gab Beatrice Egli das Gefühl, wie eine Prinzessin verwöhnt zu werden. Beatrice Egli ist sehr glücklich. Beatrice Egli teilt mit, wie sehr sie Florian Silbereisens vermisst. Wie immer trafen wir uns meist nur ein oder zwei Tage entfernt. Dies ist die längste Zeit, in der wir getrennt sind. Sobald ich aus dem Krankenhaus kam, ließ mein Herz vor Freude weinen, als ich ihn sah. Wir umarmten uns direkt vor dem Krankenhaus. Florian Silbereisens hat mit Beatrice Egli sehr romantische Dates arrangiert. Sie konnte sich nicht vorstellen, was Florian Silbereisens tun würde, um sie glücklich zu machen. Er ist sehr kreativ und erfindet immer neue Tricks, damit ich mich wie das glücklichste Mädchen fühle. Essen in einem schicken Restaurant oder nicht, Beatrice Egli spielt keine Rolle. Solange sie bei den Florian Silbereisens sein konnte, die sie wirklich liebte. Sie gab ihm all ihre Liebe. Und auch Beatrice Egli spürte die Liebe, die Florian Silbereisens zu ihr empfand. Derzeit ist das Paar sehr glücklich. Sie müssen immer untrennbar Seite an Seite sein. Beatrice Egli wurde immer verwöhnt. Möge sie Florian Silbereisens so lieben, wie er sie liebt. Vielen Dank, dass Sie sich alle unsere Videos angesehen haben. Folgen Sie uns für weitere Updates zu Ihnen.